Luftmaschen habe ich angeschlagen. In die zweite Luftmasche häkle ich eine feste Masche. Jetzt überspringe ich 4 Luftmaschen und häkle in die fünfte Luftmasche 9 Stäbchen. So, jetzt überspringe ich wieder 4 Luftmaschen. In die fünfte häkle ich eine feste Masche. Jetzt wieder 4 Luftmaschen überspringen. In die fünfte 9 Stäbchen. Vier Luftmaschen überspringen, in die fünfte Luftmasche eine feste Masche wickeln. Und dann wieder 4 Luftmaschen überspringen und 9 Stäbchen in die fünfte Luftmasche wickeln. Und so das Muster beliebig erweitern. So, und am Ende der Reihe wieder 4 Luftmaschen überspringen und eine feste Masche häkeln. Zweite Reihe fange ich mit 4 Luftmaschen an. Ein Stäbchen in die erste Masche, in die erste feste Masche. Drei Luftmaschen. Eine feste Masche in das mittlere Stäbchen, in das fünfte. Drei Luftmaschen. Jetzt häkeln wir hier in die feste Masche. Ein Stäbchen. Drei Luftmaschen und ein Stäbchen. Drei Luftmaschen in das mittlere Stäbchen, in das fünfte, eine feste Masche häkeln. Drei Luftmaschen. In die feste Masche wieder ein Stäbchen, drei Luftmaschen und in dieselbe Stelle ein Stäbchen. Jetzt wieder 3 Luftmaschen in das fünfte Stäbchen eine feste Masche. Drei Luftmaschen und in die feste Masche, in die letzte, ein Stäbchen, eine Luftmasche und nochmal ein Stäbchen.
So, nächste Reihe fange ich mit drei Luftmaschen an. In der ersten Luftmasche häkeln wir vier Stäbchen. Häkeln wir da in die feste Masche wieder eine feste Masche. Jetzt gehen wir in diese drei Luftmaschen und häkeln 9 Stäbchen. In die feste Masche nochmal eine feste Masche und in diese drei Luftmaschen wieder 9 Stäbchen. Jetzt da wieder eine feste Masche in die feste Masche und am Ende der Reihe häkeln wir 5 Stäbchen. Hier einstechen in die Luftmaschen und 5 Stäbchen häkeln. So, nächste Reihe beginne ich mit einer Luftmasche, die Arbeit wenden, in die erste Masche eine feste Masche häkeln, 3 Luftmaschen, hier in die feste Masche häkeln wir ein Stäbchen, 3 Luftmaschen und wieder in dieselbe Stelle ein Stäbchen. So, jetzt 3 Luftmaschen. In das 5. Stäbchen, in das mittlere, eine feste Masche häkeln. 3 Luftmaschen. In die mittlere Masche, in die feste Masche, ein Stäbchen, 3 Luftmaschen, ein Stäbchen, dann wieder 3 Luftmaschen, in das 5. Stäbchen, eine feste Masche häkeln, 3 Luftmaschen, in die feste Masche, ein Stäbchen, 3 Luftmaschen, ein Stäbchen und in die letzte Masche erstmal 3 Luftmaschen, in die letzte Masche eine feste Masche häkeln. Also diese Reihe wird so wie erste gehäkelt
Und ab da steht es wiederholen. Also wir häkeln jetzt eine Luftmasche, wenden die Arbeit und häkeln in die erste Masche eine feste Masche. Jetzt gehen wir hier rein in diese drei Luftmaschen und häkeln 9 Stäbchen. So, jetzt hier in die feste Masche der Vorrunde eine feste Masche häkeln. Dann gehen wir hier wieder rein, die drei Luftmaschen und häkeln 9 Stäbchen. So, hier in die feste Masche wieder eine feste Masche und in die drei Luftmaschen 9 Stäbchen. So, und in die letzte feste Masche auch eine feste Masche häkeln. Und auf der zweiten Reihe jetzt den Vorgang wiederholen.